Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Assassin's Creed Revelations. Hier ist die Goretti. Und in der letzten Folge haben wir ja Liandros bezwungen, haben nicht die volle Synchronisation gekriegt, aber wie schon mehrfach erwähnt, ist mir jetzt hier nicht so wichtig. Und wir gehen zurück zu Ezio. Liebe Schwester, Masyaf wurde von einer Horde Templer überrannt und ihr Motiv ist klar. Sie suchen die Geheimnisse, die in Altairs Bibliothek verborgen sind. Denn sie glauben, sie würden sie zu etwas führen, was sie den großen Tempel nennen. Ob wahr oder nicht, ich weiß, dass es die Bibliothek wirklich gibt. Ich habe ihre Tür gesehen, doch niemand kann sie öffnen. Nicht ohne die 5 Schlüssel, die vor fast 300 Jahren von Niccolo Polo nach Konstantinopel gebracht wurden. Claudia, ich muss diese Schlüssel finden. Einen fanden die Templer bereits, und ich weiß nicht, wie schwierig es sein wird, die restlichen aufzuspüren. Das wird sich mit etwas Glück und Geschick erst noch zeigen. Ja, so viel zu den Tagebucheinträgen und den Briefen von Ezio Auditore da Firenze an seine Schwester. Eine neue Gegend, das... Auch jetzt habe ich das nicht gelesen. Konstantinopel, Mai 1511. Prächtiger Anblick. Es ist längst nicht vollendet. Keine Stadt in Europa bietet ein solches Panorama. Nun, um genau zu sein, das ist Europa. Das ist Asien. Ah, einige Grenzen halten selbst den Osmanen stand. Nur wenige. Ihr seid italienisch allem Anschein nach, eure Kleidung jedoch nicht. Seid ihr schon lange auf Reisen? Si, da molto tempo. Ich verließ Roma vor 12 Monaten und suchte nach Inspiration. Diese Suche führte mich her. Als ich ein Kind war, sprach mein Vater oft über den Untergang von Konstantinopoli. Ihr meint sicher die Eroberung von Konstantinia. Ich schätze, der Ausgang einer jeden Geschichte hängt vom Standpunkt des Erzählers ab. Darin sind wir uns einig. Güzel, Konstantinia ist eine Stadt für alle Gemüter und Bekenntnisse. Für Schüler wie mich oder Reisende so wie euch. Na, das war ja mal ein interessantes Gespräch. Es wartet so viel Arbeit auf mich, aber es ist schön, zu Hause zu sein. Arbeit? In deinem Alter galt mein Interesse vor allem Salve. Ich bin überrascht, dass ihr überhaupt etwas schafftet. Genau wie meine Mutter. Es war ein Vergnügen, mit euch zu sprechen, Beefendi. Ich hoffe, ihr findet hier etwas, was euch interessiert. Das werde ich sicher. Natürlich. Yardim ed belirmim, Efendim. Grazie, mein Junge. Ein Gelehrter und ein Edelmann. Ihr steckt voller Überraschungen. Nur wenige, mein Freund. Exig Olmayin. Koschgelden Kardesim. Sollte die Legende wahr sein, seid ihr der Mann, nach dem ich suche. Der berühmte Meister und Mentor. Ezio Auditore de la la la. Prego. Vergebt mir. Ich habe Probleme mit diesem italienischen Kauderwelsch. Da Firenze. Dort wurde ich geboren. Ja, nun, nach eurem Brauch wäre ich wohl Yusuf Tazim da Istanbul. Gefällt mir. Istanbul? Noch ein Name für diese Stadt? Evet, der örtliche Favorit. Kommt, Mentor da Firenze. Ich führe euch herum. Ich würde sagen, das war auf jeden Fall der Name, der sich bis heute hin gehalten hat.
So, und somit wären wir in Konstantinopel, dem heutigen Istanbul. Ich meine... ich bin mal gespannt, wie schön es hier ist. So, ich würde sagen, weiter geht's in der Geschichte. Ein wahres Willkommen. Der Meisterassassine Yusuf Tazim... Wird das eigentlich mit N ausgesprochen am Ende? Wenn, dann fände ich es interessant, weil im Portugiesischen wird das M am Ende eines Wortes auch als N ausgesprochen. Ich muss mal genauer hinhören. Vielleicht könnt ihr ja auch mal genauer hinhören und mir dann berichten. Also, Yusuf Tazim hat sie in Konstantinopel willkommen geheißen und möchte sie durch die Stadt führen. Lernen Sie ihn und die Stadt besser kennen. Nicht von Yusuf entfernt. Na, okay, das kriegen wir bestimmt hin. Hoffe ich. Willkommen im Galata-Bezirk. Seit Jahrhunderten die Heimat von Weisen aus Europa und ganz Asien. Nirgends in der Stadt werdet ihr mehr Vielfalt finden. Und aus diesem Grund wurde es zur Heimat der Assassinen. Ich würde gerne sehen, wo. Kessin Likle. Es ist der Bruderschaft eine Ehre, den Mann zu treffen, der die Borgia in den Ruhestand schickte. Oh, weiß denn schon jeder in der Stadt, dass ich hier bin? Nun, euer Gerangel mit den Templern ums Heilige Land blieb nicht ganz unbemerkt. Als ich einst aufbrach, lag mir Gewalt völlig fern. Ich suchte Weisheit, den Inhalt von Altairs Bibliothek. Ihr wusstet nicht, dass sie seit 3 Jahrhunderten verschlossen ist? Nein, ich hatte es vermutet. Aber ich erwartete nicht, dass sie von Templern bewacht wird. Sehr beunruhigend, oder? Vor 5 Jahren war der Einfluss der Templer hier minimal. Ein kleines Grüppchen, das den Thron von Byzanz wiederherstellen wollte. Doch es werden immer mehr, jeden Tag. Und da Sultan Bayezid nicht vor Ort ist, machen sie vielleicht etwas Drastisches. Gibt es keinen Erben für den osmanischen Thron? Nicht nur ein, 2 aufgebrachte Söhne. Ganz normal für die königliche Familie. Wenn der Sultan hustet, ziehen die Prinzen ihre Schwerter. Ist das so, mein Freund? Ist das so? Ja, die Gespräche werden auch ein bisschen länger. Das ist ja auch eigentlich ganz schön so. Ich mag Gespräche in Spielen. Bei all den Templern und den Osmanen habt ihr sicher gut zu tun. Ezio, ich habe kaum Zeit, meine Klinge zu putzen. Ein Tänzchen. Na dann kommt her. Na dann kommt mal her, meine Freunde. Ich hoffe, das ist nicht schon zu weit weg von Tazim gewesen, aber gut. Ezio, dort! Noch eine Welle! Nein, nein. Schaut. Byzanz ist tot und du auch gleich. Die ganze Stadt erwacht, um euch zu begrüßen, Ezio. Erst die Regenten, nun die Ratten. Die Osmanen haben eine besondere Vorliebe für byzantinische Rüpel. Das gibt uns Luft zum Atmen. Wie viel? Ein wenig. Sie töten euch auch, wenn sie wollen. Aber sie hätten ein schlechtes Gewissen. Rührend. So schlimm ist es nicht. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten sind die Assassinen hier wieder stark vertreten. Das war nicht immer so. Unter dem byzantinischen Kaiser wurden die Assassinen verfolgt und hingerichtet. Ja, Leertaste halten, um Taschendiebstähle durchzuführen, das werde ich sicherlich hier und da machen, aber wenn es nicht unbedingt sein muss. Wir werden am Ende wieder sehr viel Geld haben. Wir sind fast da. Was wir nicht ausgeben können, von daher... Alles easy going. Was ich wahrscheinlich auch wieder hier machen werde, ist, dass ich so bestimmte Sachen halt offscreen erledigen möchte, um einfach auch das Let's Play nicht so extremst in die Länge zu ziehen. Ja, schön ist es natürlich, wenn in Spielen viel geredet wird, von Seiten der Charaktere, aber da komme ich dann natürlich weniger zum Zug, was sicherlich für eure Ohren manchmal eine Erlösung sein kann. Ach, schön. Super. Entschuldigung. Wir haben hier jetzt den Assassinen.
Ja, das Assassinenversteck erreicht und ich glaube, da geht's auch schon weiter mit der Hauptmission. Ab geht die Post. Mentor, begrüßt doch eure erweiterte Familie. Salute a voi, Assassini. Es ist eine Ehre, so weit von daheim tüchtige Freunde zu finden. Seht ihr, Brüder? Unser Mentor schämt sich nicht, Schülern seine Gefühle zu zeigen. Keine Sorge, es wird nicht zur Angewohnheit. Wir wurden auf dem Weg hierher angegriffen. Einige von euch sollten die Umgebung durchkämmen. Hemmen! Auf! Und ihr, Ezio? Eure Ausrüstung ist in erbärmlichem Zustand. Besorgt euch Geld und repariert, was ihr könnt. Es gibt hier einen Schmied, ein Freund. Buona idea. Aufrüstung und Erkunden. Ezios Ausrüstung ist im schlechten Zustand. Erkunden Sie den Galata-Bezirk und erwerben Sie eine bessere. Natürlich. Auf geht's. Ich könnte auch mal ganz kurz, ne, es geht auch relativ schnell hier insgesamt die Festung mal von innen zeigen. Hier werden später sicherlich unsere Rüstungen stehen. Ja, mir auch, meine Kleine, mir auch. So wie das aussieht. Was es alles in den Nebenräumen hier so gibt. Guck, da ist die ganze Bibliothek. Da werden wir sicherlich unser Tagebuch weiterschreiben. Viele Bücher und Pulte. Wie es sich für eine gute Bibliothek einfach gehört. Ich weiß gar nicht, ob man hier auch wie in Brotherhood oder Teil 2 auch Bilder kaufen kann, das habe ich nicht so in Erinnerung. Ich glaube, Bücher kann man kaufen. Ja, und das war's auch schon. Natürlich, natürlich. Ab geht die Post. Es heißt, wir sollen neue Ausrüstung für uns besorgen und den Galata-Bezirk so ein bisschen erkunden. Ja. Das heißt natürlich Aussichtstürme erkunden. Ich denke, erst einmal werden wir die Rüstung besorgen und der Rest wird von alleine kommen. Verdienen Sie genug Geld, um die Rüstung zu kaufen? Das heißt, ich habe nicht genügend Geld oder wie oder was? Ich guck mal eben. Wir haben noch nicht mal genügend Geld, um was zu reparieren oder was? Oh doch, wir haben genügend Geld. Zack. Und somit hätten wir das, was wir brauchen. Gegenstand bereits in eurem Besitz, natürlich. Ich habe nur die angesehensten ja, das Kunden ging schnell. Das ging wirklich schnell. Wir haben jetzt Schulterstützen. Wunderbar. Und ich würde sagen, ab geht's in die nächste Hauptmission. Dem Himmel sei Dank. Wir fürchteten, wir hätten unseren Mentor die Laster der Großstadt verloren. Meine eigenen Laster reichen mir völlig. Grazie. Also, was führt euch her, Ezio? Erzählt mir mehr über die Templer. Ihr nennt sie Byzantiner. Doch das Byzantinische Reich ging vor 60 Jahren unter. Diese Männer gehören einer Linie an, die dem letzten Kaiser treu blieb. Konstantin dem XI. Wer sie jetzt führt, kann ich nicht sagen. Verstehe. Dann liegt es wohl an mir, es herauszufinden. Ezio, wo ist eure Hakenklinge? Meine Hakenklinge? Kennt ihr nicht? Ich wuchs mit ihnen auf. Zeigt mir, wie sie funktioniert. Sehr schön, die Hakenklinge. Folgen Sie Yusuf und lernen Sie, wie die neue Hakenklinge eingesetzt wird. Jede Aktion mit der mindestens einmal erfolgreich durchführen. Schauen wir mal. So, Yusuf, dann zeig mir mal, wie das Gerät funktioniert. Ah ja, ich soll dir also hier entlang folgen. Und schon haben wir sie eingesetzt, die Hakenklinge. Ja, ich muss halt ein bisschen warten, weil sonst stoße ich Yusuf vom Dach und das ist nicht ganz so witzig. Stellt euch die Hakenklinge als verlängerten Arm vor, Ezio. Alles klar, mein Freund. Ich komme. Also, spring und Umschalttaste. Jawolla.
Das ist ja erstmal sehr einfach. Ja, da ist einer von diesen Animus-Fragmenten. Ich heb sie auch auf, weil sie machen mir die sonst die Karte voll. Wenn ich sie irgendwie unterwegs finde. Das ist schon... Ich schaffe das nicht. Das mache ich mit links. Okay. Das ist schon ein besonderes Anliegen. Ja, ach Gott. Warum falle ich denn da jetzt runter? Na, das fängt ja schon gut an. Mann, Mann, Mann. Kommt. Ja, das war sehr klug, Ezio. Kannst du dich hier drauf drehen? Mein Freund, dreh dich. Ach, wie das heute so gar nicht funktioniert. Wie das heute so gar nicht funktioniert. Ezio, du sollst auf diesem Balken. Ach ja, ja, natürlich. Ach. Geh doch auf den Balken, bitte. Oh, danke. So, einmal zurück. Danke. Ah, es wird noch besser werden. Ganz sicher. So, Yusuf, wie lange denn noch? Wohin willst du mit mir, mein Freund? Na gut. Bisher hat das ja alles ganz gut geklappt. Ja, und da sind auch so ein paar Geschäfte, die man so zusätzlich freischalten kann. Und wie gesagt, das sind die Dinge, die ich tatsächlich offscreen machen werde, weil sie sind langweilig. Seht zu und lernt, Ezio. Wir nennen es den Hakenlauf. Prescht auf den Gegner zu und wenn ihr ihn erreicht, schlüpft mit der Hakenklinge vorbei. Okay, ich bin mal gespannt. Also ich muss auf den... Und dann Tabulator halten, zack. Okay. Oh, das war dran vorbeigestürmt. Ja, das ging einfach, das ging schnell. Ach Gott im Himmel. Ja, wie gesagt, 100% Synchronisation wird sicherlich nicht oft vorkommen. So, mein Freund, ein bisschen Zeit haben wir noch. Die typische osmanische Hakenklinge besteht aus zwei Teilen. Haken und Klinge. Mhm. Ihr verwendet das eine oder das andere. Mhm. Ein tolles Ding. Wie wäre es mit einer echten Prüfung? Ach je. Hm? Na bene, gehen wir. Hm. Der Blick von Galata. Ezio ist nun stolzer Besitzer einer osmanischen Hakenklinge und braucht etwas Training, um diese Waffe zu beherrschen. Yusuf ist... Entschuldigung. Nicht Ezio braucht etwas Training, sondern ich brauche etwas Training. Deswegen musste ich jetzt gerade bei dieser Aktion lachen. Tut mir leid. Also, Yusuf ist überglücklich in diesem Training, ihm dieses Training zu bieten. Ich komme jetzt ganz aus dem Konzept, das geht ja gar nicht. Ach, schön, schön. Ja, dann wollen wir mal. Den Galata-Turm innerhalb von... Habt ihr Spaß? 30 Minuten. Nee, Ezio, nach oben. Ich glaube, das wird so schon nichts mehr. Genau so. Lass ja. Die Hakenklinge die Arbeit machen. Ah, da muss ich jetzt noch weiter nach links. Oh, Himmel. Ist das kompliziert. Eieieiei. Ich die Beule. Hängt euch richtig rein. Ja, okay, mach ich. Ich versuch's zumindest, mein Freund. Ich versuch es. Ah. Ja, das klappt ja schon mal ganz gut bis hierher. Habe ich den Turm jetzt erreicht oder nicht? Ob du den Turm erreicht hast oder nicht, sagt dir gleich das Licht. Eieiei. Willkommen in Konstantinje, Ezio, dem Schmelztiegel der Welt. Zahllose Generationen beherrschten diese Stadt, doch keiner unterwarf sie. Sie erholt sich immer wieder. Sie scheint ein gutes Zuhause zu sein.
Das stimmt. Machen wir ein Rennen? Oh, nicht auch das noch. Ist das dein Ernst? Ja, aber wenn ich dann so auf den Wecker schaue, ne, würde ich mal sagen, ist es auch Zeit für einen kleinen, Schnitt hier an dieser Stelle, wie ich das Rennen beschreite mit Yusuf und ob ich das überhaupt hinkriege, mit Yusuf das Rennen zu beschreiten. Das seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis hierher bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen, hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ihr denn so wollt.